Hallo, da bin ich wieder mit einem neuen Video für euch. Heute gibt es, wie versprochen, den zweiten Teil vom Essence Update. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, dann blende ich ihn euch am Ende von diesem Video ein. Ihr könnt den auch danach gucken. Es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge ihr die beiden Teile schaut. Es gibt 5 verschiedene Düfte und ich werde euch jetzt nicht im Detail erzählen, wie die alle riechen, denn das wäre Quatsch. Ihr müsst einfach losgehen, dran schnuppern und gucken, ob es was für euch ist oder eben nicht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, vom Überblick her, also ich habe noch nicht alle wirklich viel getragen, aber vom Überblick an allen habe ich mal geschnuppert, ist dieser hier bisher mein Favorit. Das ist der grüne Duftlack, der vorne eben einfach dieses Kleeblatt drauf hat. Die haben alle so ein unterschiedliches Icon und ich muss sagen, ich finde die Verpackung extrem gelungen. Also da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Die sind so mit Liebe zum Detail gemacht, wirklich, wirklich hübsch. Und dieser Duft hier ist so ein bisschen herber. Die anderen sind, glaube ich, alle so ein bisschen süßer oder frischer. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dieses hier, der Lack ist auf jeden Fall der herbste Duft, glaube ich, von allen. Ja, und den finde ich zumindest schon mal sehr angenehm, aber wie gesagt, ich muss mich da nochmal komplett durchschnuppern. So ein Duft muss ich auch entfalten. Also es reicht nicht, wenn man einfach nur mal kurz irgendwo dran riecht, sondern man muss es aufsprühen, muss gucken, wie der Duft sich mit der eigenen Haut verhält und auch über die Zeit, wie der Duft sich verändert. Das ist auch etwas, was ich euch raten würde, wenn ihr losgeht und euch Parfum zulegt, egal ob jetzt dieses oder irgendein anderes. Sprüht euch das aufs Handgelenk oder wohin auch immer, wo ihr gut dran riechen könnt, am besten irgendwo an den Arm und geht erstmal raus und lasst den Duft erstmal ein paar Stunden wirken, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr den Duft kaufen möchtet. Dann kommen wir jetzt zu den Augen- und Lippenprodukten. Lippen habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Es gibt natürlich auch Lippenprodukte und ich fange mit den Augenprodukten an. Es gibt 2 neue Mascaras. Das eine ist diese hier, das ist die Lash Princess False Lash Effect Mascara. Und dann gibt es noch eine, die verlängern soll. Also diese hier soll Volumen geben und dann gibt es eben noch eine, die verlängern soll. Das ist die I Like Long Lashes Volume and Length Mascara. Ich stehe ja sehr auf Kriegsfuß mit allen möglichen Mascaras, ne, weil die sich immer bei mir hier unten abdrücken. Aber das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid. Den hier finde ich dagegen sehr, sehr schön. Das ist der Long Lasting Eye Pencil in Purple Grain. Es ist ein wunderschöner Taubton. Taub bis Purple. So in der Farbfamilie. Wunderschön. Dann etwas, womit ich persönlich wieder gar nichts anfangen kann. Ein Eyebrow Fixing Pencil. So ein wachsähnlicher Stift, ich glaube auf Wachsbasis, der die Augenbrauen in Form bringen soll. Ist bei mir, keine Ahnung, funktioniert nicht. Dann hier der neue Eyeliner, auf den war ich sehr, sehr gespannt. Der Easy to Use Eyeliner Pen. Der malt auf dem Handrücken sehr, sehr gut, am Auge ja, nicht so sehr. Werdet ihr in meinem nächsten Video sehen. Und dann noch 2 Augenbrauenprodukte, die mich sehr an diese Benefit Produkte erinnern, die ich nie in der Hand hatte, aber zumindest die ich überall immer gesehen habe. Das sind Augenbrauen-Gel-Mascaras in 2 verschiedenen Farbtönen für Blonde und für Dunkelhaarige. An Lidschatten sind so viele dazu gekommen, so viele. Also zum einen wurde das Sortiment einfach wieder ergänzt um einige neue Farben. Da ist mir bisher noch keine so wirklich ins Auge gesprungen. Also alle sind sehr nudig und sehr neutral und auch hier ist wieder so ein bisschen was Flirtiges, Sommerliches, Farbtouch-mäßiges dabei. Mir fehlt das Wort dafür, Knalliges dabei. Aber es ist bisher noch nicht so, dass ich sage, da ist ein Lidschatten, der mich irgendwie total interessiert. Da muss ich ein bisschen mehr mit rumspielen. Dann gibt es eine neue Palette. Das ist die All About Romance Palette. Sehr, sehr mädchenhaft mit sehr, sehr zarten und sehr doll schimmernden Farben. Dann noch ein neues Quad auch mit ganz, ganz zarten Farben, also wirklich so ganz, ganz dezent, wo man wirklich ganz so ganz zarte Make-ups mitschminken kann und ich glaube, die ist ganz gut geeignet, gerade für blonde Frauen, die vielleicht nicht ganz so viel Farbe am Auge vertragen. Und dann gibt es noch eine komplette neue Lidschattenreihe und zwar diese hier, die I Love Nude Eyeshadow Reihe und auf die bin ich echt gespannt. Ich habe noch nichts ausprobiert. Es sind unglaublich viele verschiedene Nude-Schattierungen.
Und ja, ich glaube, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Vor allem werde ich mich da mal auf die Suche machen nach einem Lidschatten, der gut zum Verblenden ist auf heller Haut. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu finden. Und dann kommen wir zu den vielen, vielen Lippenprodukten. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen geflasht davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zum einen passend zu diesem Nude-Thema wieder eine komplett neue Reihe. Das sind die XXXL Nude Lip Glosse. Es gab ja vorher immer die XXXL Shine Lip Glosse. Bei den Shine Lip Glossen ist ein neuer dazugekommen. Es ist so ein roter, der mir persönlich natürlich sehr gut gefällt. Ich mag ja so knallige Rot- und Pinktöne. Heißt der überhaupt Shine? Der heißt Shine. Na, ein Glück habe ich mir das richtig gemerkt. Ja, und dazu eben wirklich so eine komplette Reihe an unglaublich vielen Nude-Nuancen, von denen ich wahrscheinlich maximal eine tragen werde. Ich bin da wirklich nicht so der Nude-Fan, gerade wenn es um Lippenprodukte geht. Wirklich, wirklich süß hingegen finde ich diese neue Reihe hier, die Lip Candies. Das ist so ein Mix aus Gloss und pflegender Lippenfarbe. Die geben nur so einen Hauch von Farbe ab. Ich finde, man braucht sie eigentlich gar nicht in ganz vielen verschiedenen Farben. Also so einen großen Unterschied machen sie, glaube ich, auf den Lippen dann nicht. Aber sie riechen so gut. Die riechen einfach so lecker und alle so ein bisschen anders und alle so ganz zuckrig und so. Oh, ich liebe solche Zuckerdüfte einfach. Bei den Longlasting Lip Linern gibt es echt einige neue Farben, was ich sehr, sehr gut finde. Auch so ein Lila dabei, was oft nicht so einfach zu finden ist. Und dann hier sowas eher Rosenholzfarbenes. Bei den Lippenstiften ist wieder eine Nude-Farbe neben der anderen. Nicht so sehr zu meiner Freude. Aber wenn ihr den Nude-Trend liebt, dann werdet ihr da auf jeden Fall total glücklich mit. Mein Ding ist es einfach nicht so, weil mir Nude auf den Lippen, da steht mir nur so ein ganz bestimmter Farbton, der eben so ins Rosenholzfarbene geht. Und alles andere lässt mich total krank aussehen. Sehr cool finde ich allerdings diesen hier, der hat so eine richtige Knallfarbe, der nennt sich Get the Look und der könnte für mich für den Sommer was sein. Bei den Kiss Care Love Lip Balms ist noch ein neuer dazu gekommen in Peach Smoothie. Im nächsten Video zeige ich euch diesen Look mit First Impressions von den Produkten, die ich benutzt habe. Und wenn ihr zu irgendwelchen Produkten oder Produktgruppen noch ganz gesondert ein Video haben möchtet, sagt einfach in den Kommentaren Bescheid. Und ansonsten werde ich euch ganz sicherlich auf dem Laufenden halten, welche Produkte ich besonders gut oder besonders schlecht finde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss!